Hi-ho! Willkommen hier zurück bei Monster Hunter Rise Sunbreak, dem Solo-Projekt. In der letzten Folge haben wir gegen Camellios gekämpft und haben jetzt noch eine Hauptquest offen. Bei dieser Hauptquest haben wir jetzt die Wahl, ob wir gegen Theostra oder gegen Kushala kämpfen wollen. Und ich habe natürlich... Wir haben noch ein paar Jäger-Infos und so zu Quests. Genau, Anhänger auswählen. Okay, Außenposten. Tadori. Okay, wir haben so Sachen, die habe ich mir nicht mehr angeschaut. Das ist nicht so gut. Sollten wir mal machen. Das ist wahrscheinlich von, genau, Camellios. Jetzt neue Teile halt, ne? Weil jetzt der Meisterrang mit verfügbar ist. Und beim Kommandopasten wird tatsächlich noch jemand mit uns reden. Das machen wir gleich. Ich habe zwischen den beiden Folgen, zwischen der letzten Folge und dieser Folge, das wahrgemacht, was ich auch angekündigt habe. Ich habe jetzt den Wagenwirker, also quasi die Camellios-Waffe. Ne, die habe ich jetzt nochmal schnell quasi offscreen, was ihr nicht gesehen habt, hier die Teile gefarmt. Ne, genau, die hier. Peitsche, Harthorn und so weiter und so fort, ne? Ich musste es noch zweimal besiegen. In dem Sinne, damit ihr auch Bescheid wisst, ne? Also beim ersten Mal habe ich die Peitsche nicht mehr bekommen. Und beim zweiten Mal habe ich dann richtig viele Peitschen gekriegt. Und konnte die dann bauen. Das heißt, unsere Giftwaffe haben wir schon mal. Die Rüstung ist immer noch die gleiche. Beziehungsweise dieselbe, die wir anhaben. Und ich habe auch, um das Vieh zu farmen, bin ich halt hier mit den Anhängern gegangen. Also wenn ich hier quasi die Sachen offscreen farme, ne, oder irgendwelche Sachen halt sammle, dann würde ich tatsächlich ja die Anhänger mitnehmen und so, damit es einfach schneller geht. So, sieht man auch hier, ich habe ein bisschen was verbraucht wieder. Aber gut, ja, wir machen jetzt hier weiter. Ich würde sagen, weil wir eine Giftwaffe haben, wäre tatsächlich das bessere Ziel Kushala, ne? Weil Kushala ist ja sehr giftanfällig. Und damit können wir Kushala halt ein bisschen auskontern. Und deswegen, ja, machen wir das mal. Was ist denn hier die Quest, also beziehungsweise der Kunde und die Quest-Info? Der fliehende Dörfler sagt... Habe sie gesehen. Mitten in einem blendenden Schneesturm. Da waren sie. Dunkle, schwarze Schwingen tanzten am Himmel. Kein normaler Mensch könnte ihnen widerstehen. Denk nicht auch nur daran, sie zu jagen. Was? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Denk nicht auch nur daran, sie zu jagen. So, hä? Wieso macht er denn die Quest auf? Verstehe ich nicht. Egal, die machen wir jetzt. Dann nochmal schön was hinter die Kiemen oder so, ne, reindrücken. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Und gehen mal los, ne, mal sehen, was wir, gegen Kushala machen können. Dürfte eigentlich gar nicht mehr so schwer jetzt sein. Ich werde mir noch was ausdenken, ja, wie ich das Ganze mache mit dem, mit der Rüstung von Espinas. Die hätte ich schon gerne, aber ich glaube, dann haben wir keine Konstitution mehr voll, was mir auch wichtig wäre. Genau, wir haben jetzt durch die, Camellios-Waffe. Auch Lila-Schärfe, ne? Was heißt, dass wir jetzt mehr Damage machen, weil die Lila-Schärfe natürlich einen größeren Indikator hat. Ne? Denn die Schärfe selber, das habe ich glaube ich auch schon mehrmals erzählt, hat auf bestimmten Schärfe-Leveln noch einen Damage-Multiplikator mit drauf, ne? Ich glaube, lila Schärfe ist so
Ich weiß es gar nicht. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Bestimmte Schärfeindikatoren sind nicht so stark. Bei Lila bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ob Lila einen starken Indikator hatte oder nicht. Bei manchen Waffen lohnt sich halt Lila Schärfe nicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Weil da halt der Rohschaden, also wenn man so die Wahl hätte, ne, zwischen der Waffe mit viel Rohschaden und weißer Schärfe und der Waffe mit ein bisschen mehr Rohschaden und lila Schärfe, glaube ich, war dann diese andere Rohschadenwaffe besser, aber ich habe da auch keine Ahnung mehr. Jetzt halt auch keinen Schwachsinn erzählen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Also ich habe mir wieder natürlich das Vieh zum Reiten genommen, ne, damit wir eine gute Offensive jetzt haben, beziehungsweise einen guten Start gegen Kushala. So, dann schärfe ich mal kurz, damit wir bei wieder schärf bleiben. Na, mal gucken, ob ich das mit der Spinas hinbekomme. Das ist ja sowieso meine einzige Sorge in dem Sinne. Dass wir tatsächlich nur na, kurz mal warten hier. Dass wir tatsächlich nur noch Konstitution gebrauchen können. Alle anderen Effekte auf der Rüstung sind nicht so, also es ist nicht so schlimm, weil, wie wir festgestellt haben, können wir das Tassé von Garen Golm, also den Hüftring, behalten mit dem Irlitz-Ruf, weil der tatsächlich ein bisschen gelenkt, sorry. Weil der Irlitz-Ruf ja tatsächlich da drauf bleiben kann und der Hüftring uns auch nicht diesen Vorstoßeffekt gibt, ne? So, okay. Sammeln wir mal hier. Okay, sammle doch nicht. Ich darf nicht. Wegen des Windes. Okay. So, dann fresse ich mal ein bisschen für Ausdauer. Wir könnten jetzt theoretisch Gormagala holen. Ja, wir haben ja auf dieser Rüstung aktuell auch Kräfteverlängerung, dass unsere Kinsect-Buffs, die wir gerade haben, ne, die das rote, weiß und das orange Extrakt, dass die halt länger aktiv bleiben. Aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube, der Unterschied an sich, ich habe das mal ausgetestet, schon in Rise, glaube ich, habe ich das damals ausgetestet. Mit Kräfteverlängerung. Ich glaube, der war eh nicht so krass. Nicht doll. Also man bemerkt schon, dass ja. Warum hat mich nicht tatsächlich erwischt? Krass. Das wird jetzt eigentlich cool, ihn. Genau, perfekt. Man kann sagen, das wird eigentlich cool, ihn zu reiten, weil er gerade im wütenden Modus ist. Da sieht man daran, dass hier sein Schweif halt brennt, wenn man das so nennen möchte. Weil jetzt können wir halt diesen einen coolen Move machen von ihm. Den hier. Klappt aber nicht so, wie ich das eigentlich
will. Ich will das. Ich will Kushala eigentlich abschießen. Na gut. Konnte ich jetzt nicht so machen, wie ich das wollte, aber na egal. Ja, das hier zum Beispiel mit dem Wyvern reiten. Finde ich ganz cool, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. Am Anfang war ich, ein bisschen skeptisch. Weil ich dachte, dass Wyvern reiten diese Klammerklaue wird von Iceborne. Und das war ja nachher gegen Fatalis in Iceborne, also in Santa World Iceborne. War ja die Klammerklaue gegen den Fatalis-Kampf sehr wichtig. Man muss ja da alles machen. Ich mag halt Features nicht in Games, wenn die zu einem Must-Have werden. Da dachte ich erst, das wird mit dem Reiten auch so werden. Deswegen war ich da skeptisch. Finde das aber mittlerweile ganz cool. Ich habe aber ja schon beim letzten Mal die Vermutung geäußert, dass ich glaube, dass im nächsten Monster Hunter-Spiel, was dann kommt, wird es bestimmt das Reiten wieder rückgängig gemacht. Also wieder so gemacht, wie es in 4 Ultimate war, wie es in Generations war und Generations Ultimate in the World auch. Denke mal, dahingehend wird das dann wieder sein. Ne? Mich würde es freuen, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Ne? Wenn sie das beibehalten, das wäre cool. Aber was ich auch cool finde, das ist mir beim Solo-Farmen halt aufgefallen, dieses Begleitersystem, dass man mit NPCs quasi, ne, die man hier so kennenlernt und die man halt noch ein bisschen quasi dann trainieren muss, wenn man das so sagen will. Man muss ja die Bindung zu ihnen aufbauen. Man kann nämlich nur Begleiter mitnehmen. Das habe ich euch nämlich gar nicht gezeigt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das vorgelesen habe, aber es ist halt in dem Spiel so. Wir können hier nur Leute auf eine begleitende Expedition nicht. Also auf eine Quest mitnehmen, ne, dass wir uns begleiten, wenn wir deren Zuneigung ganz hoch haben. Und die machen wir bei den Leuten höher, indem wir deren Quests, deren begleitenden Expeditionen halt absolvieren. Und dann können wir uns auch bei normalen Quests, die wir jetzt machen, begleiten. Und ich hoffe, da hoffe ich tatsächlich auch, dass sie das Feature für das neue Monster Hunter, was dann irgendwann kommt, auch übernehmen. Weil das tatsächlich ja viel Spaß macht, ne, damit zu zocken. Und gerade für Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, online zu zocken, ist das eine ganz gute Alternative. Denn man braucht für Monster Hunter, also für Monster Hunter Online Feature, für das Feature selbst, zumindest hier auf der Switch. Ich glaube aber auch bei PlayStation, ne, das ist mit PlayStation Plus nicht anders. Da braucht man halt diese Mitgliedschaft, diese Online-Mitgliedschaft. Und das ist halt dann so gesehen der Nachteil daran, ne? Nicht jeder hat diese Online-Mitgliedschaft. Bei Sunbreak jetzt hier aktuell wäre es zum Beispiel die Nintendo-Mitgliedschaft, die man braucht, um online mit anderen Spielern spielen zu können. Ne? Ich habe sie zum Beispiel hier, weil ich die geniale Idee hatte. Das werde ich auch zukünftig anders machen. Aber hier hatte ich halt die geniale Idee, hey, das ist ja ein Solo-Projekt. Ich mache einfach einen neuen Account auf der Switch. Damit, wenn wir ein neues Spiel anfangen und so, keine von vorhandenen Spieldaten da sind, damit es wirklich so wirkt. Hey, das ist hier komplett leer. Ich fange hier komplett von vorne an. Cool.
So, und dadurch habe ich jetzt halt das Problem, dass wenn ich jetzt tatsächlich farmen will, also offscreen irgendwelche Sachen sammeln, dass nicht unnötig viele Folgen jetzt hier verschwendet werden, muss ich das tatsächlich solo machen, ne? Ich könnte mir Sazza zum Beispiel dazu holen, der kann dann mit mir zusammen beim Lokal online zocken, das würde funktionieren. Ja, dann muss er aber hierher kommen und wir müssen das dann so machen. Das ist auch sowas. Das kann ich halt nicht verlangen, so. Weil ich manchmal auch plötzlich anfange, spät abends oder vielleicht auch mitten in der Nacht zu zocken. So, und dann kann ich nicht Sazza dazu holen. Also, was geht halt nicht. Und sich auch ständig abhängig von anderen Leuten zu machen, habe ich auch nicht so Lust drauf. Deswegen ist das halt keine Option und ich werde auch beim nächsten Mal, dann beim nächsten Monster, da habe ich auf jeden Fall draus gelernt. Oder werde ich einfach den zweiten Spielstand für so ein Solo-Projekt auf jeden Fall auf demselben Account machen, auf meinem Hauptaccount, auf meinem Hauptprofil, und dann haben wir halt eben einen zweiten Speicherplatz, ist dann halt so. Mich stört's nicht, euch denke ich warum nicht, weil es ist ja trotzdem halt ein neuer Spielstand. Und ich kann dann immer ganz chillig, wenn ich irgendwas farmen will, mir dann online Leute suchen. Und dann ganz schnell die Monster halt abfarmen, weil online ist das natürlich, finde ich zumindest, alles ein bisschen besser. Man kann natürlich auch mal Pech haben, ne, und Leute erwischen, auch im Online-Modus, die nur auf die Mütze bekommen und dann hängt man, sorry, und dann hängt man eventuell länger dran an so einer Quest oder muss sie mehrmals wiederholen, weil die Leute natürlich dann dreimal ohnmächtig werden. Das kann passieren, auf jeden Fall, ist mir auch schon selber passiert. Aber bei meinem privaten Spielstand habe ich eher die gegenteilige Erfahrung gemacht. Es war für mich eigentlich immer chilliger, mit den Leuten online zu zocken. Weil da einige auch drin waren, die richtig krass drauf waren. Die hatten ihre Waffe übelst krass drauf. Gerade wenn man Leute hat, die mit Bogengewehr spielen. Ein schweres Bogengewehr oder so. Die bratzen übelst drauf und dann geht das richtig schnell. Und manche Leute sind halt ganz gut equipped. Und haben auch Ahnung davon, von ihrer Waffe, die sie spielen. Und dann geht das richtig schnell und dann verschwende ich halt nicht so viel Zeit. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist doch mega lame. Du lässt dich also durchcarryen. So nach dem Motto, ne? Von wegen, ja, du bist einfach zu schlecht und lässt dich da durchcarryen. Das stimmt ja so nicht. Denn wir machen jedes Monster, bevor ich quasi ein Monster irgendwie offline farme oder offscreen farme, machen wir jedes Monster hier einmal oder mindestens einmal in der Aufnahme hier, ne? Also solo. Das heißt, ich kann schon gegen die kämpfen. Nur manche Monster sind, das habe ich ja auch schon erwähnt, manche Monster sind mit manchen Waffen etwas nervig, wenn man das so sagen möchte. Ne, gibt bestimmte Monster, die sind leicht mit dem Bogen. Es gibt dann Monster wiederum, die sind aber doof mit dem Bogen. Genauso wie ich habe bestimmte Monster, die finde ich mega leicht mit der Morphaxt. Beispielsweise Gossarak. Gossarak ist mit Morphaxt richtig cool. Wiederum finde ich aber mit der Morphaxt sowas wie Malzeno einfach komplett doof. Und bei solchen Monstern dann halt, ne, ich bin ja hier in dem Solo-Projekt quasi, was Waffen betrifft, ein bisschen eingeschränkter. Ne, ich möchte auch nicht ständig offscreen quasi 10 Stunden verbringen, um erstmal alle Waffen, die ich habe, die ich aktiv spiele, auf Vordermann zu bringen. Muss auch nicht sein, deswegen
lege ich mich meist immer auf eine Waffe erstmal fest. Für das Solo-Projekt. Und da ist es dann jetzt halt so, dass ich natürlich dann auch mit dieser Waffe gegen alle Monster, die dann so auftauchen, kämpfen muss. Und da gibt es dann auch wiederum, ne, das ein oder andere Monster, bei dem ich mir dann sage, boah, das ist aber echt ätzend zu farmen, weil ich damit schon an sich Probleme habe mit diesem Monster. Das normal schon zu bekämpfen, ist schon echt krass und echt hart für mich. Und da habe ich dann doch lieber gerne Mitspieler dabei, die mich dann tatsächlich so ein bisschen durchcarryen, was aber nicht heißt, dass ich komplett nutzlos bin, ne? Das nicht, ich will es bloß halt eben schnell hinter mich haben. Deswegen, und die machen hier einen Revierkampf. Jetzt wusste ich natürlich, dass das passiert, deswegen habe ich den Superjump gemacht. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass er wieder reitbar ist. Gut zu wissen. Und Bruch. Naja, das auf jeden Fall, um das nochmal zu erwähnen, ne? Deswegen im nächsten Monster Hunter Game werde ich darauf auf jeden Fall achten. Dass ich halt auf meinem selben Account dann einfach einen zweiten Spielstand anlege. Das geht ja bei Monster Hunter. Und dann werde ich da halt, denke ich mal, auch ab und zu online dann Sachen farmen, ne? Und hier bediene ich mich dann halt eben der Funktion der Begleiter. Und deswegen hoffe ich auch eventuell, dass es diese Begleiter vielleicht im nächsten Monster da auch wieder geben wird. Weil das eigentlich ganz cool ist. Ja, weil es auch natürlich Monster gibt in dem Spiel. Beziehungsweise Quests gibt. Da sind manche Monster halt ein bisschen kniffliger. Da werden wir auch noch eins später sehen. Dann gehe ich nochmal näher darauf ein. Oder kann ich es halt ein bisschen besser erklären, was ich meine. Aber es gibt Monster, die können einen quasi one-shotten, wenn man nicht aufpasst. Ja, das bedeutet also, die machen einen Angriff und man stirbt dann sofort. Also ist man sofort ohnmächtig. Und sowas kann auch frustrierend sein, ne? Wenn man sowas online macht zum Beispiel. Muss ich ganz kurz mal hier aufpassen, irgendwie. Ist Kushala gerade ein bisschen nervig. Ja, auf jeden Fall gibt es dann Online-Monster, die einen One-Shotten können. Und da ist das auch frustrierend, wenn man das dann mit anderen Mitspielern macht, also so online. Und die Leute sterben aber dauernd. Weil die natürlich auch denken, so, ja, nö, ich lass mich jetzt carry. Ne, in dem Sinne halt, so, ich suche jetzt einfach Leute, die das für mich machen. Ich kämpfe zwar mit, aber aktiv so sterbe ich nur. Ich gebe zwar mein Bestes, aber ich krieg nichts hin. Ne, solche Leute gibt es natürlich auch. Und bei sowas finde ich dann zum Beispiel die Begleiterfunktion, dass man halt NPCs hat, die mitkommen können, besser. Weil die NPCs halt, wenn die K.O. gehen, zählt das nicht als Ohnmacht. Und der Vorteil, den ich halt bei diesen NPCs auch sehe, ist eben, wenn man alleine jagt, passiert es halt eben oft, dass die Monster einen dann primär fokussieren. Ne, was ja normal ist. Das ist ja, denke ich mal, ne, logisch erklärt auch. Ja, natürlich fokussieren die ein, weil bist ja das einzige Ziel. Selten fokussieren diese Monster dann
deine Begleiter, also quasi hier bei uns jetzt als Beispiel Hund und Katze. Ne, die werden dann eher selten fokussiert. Also es kommt sehr selten vor. Mir ist das zumindest so aufgefallen. Das war nicht so gut. Aber diese begleitenden NPCs, die dann auch quasi Jäger sind, ne? Und mit Jagen. Die wiederum werden ab und zu vom Monster fokussiert. Sodass sie halt quasi abgelenkt werden, ne? Also dass man nicht immer selber das Ziel ist. Und da finde ich halt dann, das ist dieser Sweet Spot, wenn man das so nennen möchte, genau richtig. Bei dem ich halt, oder ja, wo ich halt diese NPC, dieses Feature ganz gut finde. Dass man halt Begleiter mitnehmen kann, also begleitende Jäger. Als, ja, KI-gesteuerte, ja, Mitspieler so gesehen. Die einen dann so gesehen helfen bei der Jagd, selber nicht wirklich K.O. gehen können bei solchen One-Shot-Monstern. Aber gleichzeitig mich auch dabei unterstützen oder mir die Monster so ein bisschen fernhalten, damit mich so ein One-Shot-Monster nicht immer nur selber fokussiert. Damit nicht ich immer das Ziel bin. Dahingehend finde ich das halt ein bisschen besser. Deswegen, ne, hoffe ich einfach, dass beim nächsten Monster Hunter das Feature vielleicht bestehen bleibt, ne, oder vielleicht nochmal in irgendeiner Form, ja, benutzt wird. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Wenn nicht, halt auch nicht schlimm. Dann muss man da eben durch. Musste man bisher ja auch immer. Ja, weiter geht's. Die Kurio versammeln sich bei der Zitadelle. Die Zitadelle? Schon wieder? Als wäre dieser Ort verflucht. Oh, ich wollte nicht. Bitte verzeih mir. Ich habe dein Zuhause beleidigt. Vergiss es. Es kann gut sein, dass mein altes Zuhause verflucht ist. Verflucht vom Erzdämon aus der Tiefe. Der Erzdämon aus der Tiefe? Weißt du davon, Martox? Es ist eine alte Legende im Königreich. Sie erzählt von einem Dämonen, tief in der Erde lauernd. Wenn die Herzen der Leute von Dunkelheit erfüllt sind, vernichtet er sie. Admiral, ist das nicht nur eine gute Nachtgeschichte? Ich weiß, dass die ganze Fluchsache ins Rollen gebracht habe, dass ich sie ins Rollen gebracht habe, aber das war nicht so gemeint. Das ist ungewöhnlich. Ich entschuldige mich, ich wollte dich nicht beunruhigen. Brecht zur Zitadelle auf und berichtet, was die Kurio machen. Tadori ist auf einer eigenen Mission. Ich schätze, er hat so eine Ahnung. Sei da draußen vorsichtig, ihr beiden. Es könnte alles passieren. So. Ich habe eine Nachricht von Vogen für dich. Er weiß jetzt, wie man die Waffe, die er dir gegeben hat, verstärken kann. Du musst dir doch erst eine Prüfung ablegen. Ganz schön streng, aber Kamura-Jäger sind ja sehr diszipliniert. Die Prüfung ist kein Spaziergang. Du musst die seltenen Schuppen eines Kushala Daora und eines Teostra sammeln. Ich gebe dir einen Brief, sobald du mir die Schuppen gebracht hast. Sei vorsichtig. Das sind Drachenälteste. So, wir hatten tatsächlich hier noch eine Quest, ne? Die habe ich ja beim letzten Mal. Nicht irgendwie gesehen oder so, keine Ahnung. So, Lotterie. Bingo. Ja, hier könnten wir halt auch gucken, ne? Hier gibt es ja den Schmelztiegel. Und da können wir theoretisch Sachen später schmelzen, Talismane zusammenbauen, die wir eventuell gebrauchen können. Martox. Galeus hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich die Kurio bei der Zitadelle, dass sich die Kurio bei der Zitadelle versammelt haben. Was, wenn es so ist, wie Bahari befürchtet und es ihnen gelungen ist, einen neuen Wirt zu finden? Aber können sie das denn? Können sie sich an einen neuen Wirt anpassen und mit ihm wie dem Malseno koexistieren? Da verwechselst du etwas, Tschitsch.
Martox, du wirst die Zitadelle doch untersuchen, oder? Genau, Sammeln der Kurio. Da haben wir einen Lunagaron. Den wir beim nächsten Mal machen, ne? So. Genau. Dann würde ich nämlich sagen, das war es jetzt erstmal mit Monster Hunter Rise Sunbreak für dieses Mal. In der nächsten Folge dann werden wir das Sammeln der Kurio hier starten und schauen, was so was die Kurio so vorhaben, ne? Und was wir rausfinden, ob sie wirklich einen neuen Wirt haben oder nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.